Jennifer Lopez enthüllt, was sie Ben bei den Grammys zuzischt. Filmstar Ben Affleck, 50, begleitete seine Ehefrau, Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, 53, am Sonntag, 5. Februar 2023, zu den Grammy Awards in Los Angeles. Lopez, im blau-silbernen Abendkleid, überreichte den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum. Die größte Aufmerksamkeit im Netz kassierte aber ihr Gatte, nachdem ein Foto veröffentlicht wurde, auf dem Affleck mit teilnahmsloser Miene neben seiner freundlich lächelnden Frau zu sehen ist. Dieser besondere Moment entstand, als der Oscar-Preisträger im schwarzen Anzug Stevie Wonder, 72, bei seinem Song Higher Ground zuschaute. Afflecks Blick führte zu einer Vielzahl von Memes und ging in den sozialen Medien viral. Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber bei Dunkin', eine US-Restaurantkette, die Affleck regelmäßig besucht und für die Erwerbung macht, Anmerkung der Redaktion, twitterte ein Zuschauer und bezog sich dabei auf Afflecks berühmte Donut-Leidenschaft. Ben Affleck sieht aus, als wäre er lieber beim Zahnarzt, schrieb ein anderer. Ben Affleck, blinzeln Sie, wenn es Ihnen gut geht, witzelte eine weitere Zuschauerin, die damit die Stimmung in den sozialen Medien widerspiegelte. Ein Meme lautete, warum sieht Ben Affleck immer so aus, als wäre er 10 Minuten davon entfernt, während einer dringend benötigten Rauchpause zu weinen? Ein User bedankte sich bei der Kameraregie der Preisverleihungsübertragung, wer auch immer zu Ben Affleck schneidet, während er immer verzweifelter wird, danke. Anführungszeichen. Doch auch einen durchaus unangenehmen Moment des Paares fangen die Kameras im Saal ein. Während Moderator Trevor Noah neben Jen und Ben sitzt, scheint der Batman-Darsteller lieber am Ohr seiner Liebsten zu knabbern, als zuzuhören. Die verliert die Fassung, zuckt zurück und zischt ihm eindringliche Worte zu. Worte, die ein Lippenleser laut Daily Mail meint entziffern zu können. Hör auf. Schau freundlicher. Schau motiviert. Soll sie ihm demnach mit ernster Miene zuflüstern. Der 50-Jährige reißt sich daraufhin schnell zusammen, zupft peinlich berührt seine Weste glatt und antwortet angeblich, mach ich vielleicht. Dass die ganze Welt diesen kleinen Zoff live mitbekommt, bemerkt das Paar dann leider auch und bemüht sich um Fassung. Es ist nicht das erste Mal, dass Affleck in den sozialen Medien zum Meme wird. Im Jahr 2016 verbreitete sich Saat Affleck wie ein Lauffeuer, als aus einem Interview, das er an der Seite von Henry Cavill, 39, gab, um Batman vs. Superman zu bewerben. Die beiden wurden zu den schlechten Kritiken für ihren Film befragt, und während Cavill die Frage beantwortete, schwieg Affleck mit düsterer Miene. Zu Afflecks Meme-Highlights gehört auch ein Bild von ihm, wie er sich abmüht, mehrere Eiskaffees von seinem geliebten Dunkin' Donuts zu tragen. Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete 2020 unter anderem darüber. Verwendete Quellen: twitter.com, newsweek.com.